Mai 1853. Im Rucksack verstaut ein Bündel Noten, Werke des klassischen Repertoires, Komposition aus eigener Feder. Ebenso Nadel und Faden von der Mutter. Das berichtet Max Carlbeck später. Es ist Johannes Brahms erste Konzertreise. Er ist damals nicht einmal 20 Jahre alt, etwa mein Alter. Ich mache derzeit ein freiwilliges soziales Jahr hier im Brahms-Institut in der Musikhochschule Lübeck. Leopold Möller ist mein Name. Mit meinen Klavierstunden bin ich, Hauptfach Posaune, allerdings noch ganz am Anfang. Ganz im Gegensatz zu Brahms. Auf die Einladung des ungarischen Geigers Eduard Remeni hin, Josef Joachim machte sie bekannt, geht er das erste Mal auf Tournee durch Norddeutschland. Vielerorts spielt das Duo spontan auf, so auch in Celle. Zu spät erreichen sie die Bühne. Das erste Stück, Beethovens Violinsonate Opus 30 Nummer 2. Hastig schlägt Brahms den Stimmton A an, doch es erklingt kein A. Der Flügel ist um einen Halbton verstimmt. Und Remeni, etwas stur, weigert sich, seine Geige so tief herabzustimmen. Was also macht der junge Brahms? Transponiert das Stück kurzerhand einen Halbton nach oben. Remeni braucht seine Geige entsprechend nicht herabzustimmen, aber von C-Moll nach Cis-Moll, das heißt von 3 Bs zu 4 Kreuzen zu transponieren, bedeutet für Brahms ganz andere Fingersätze als einstudiert. Eine große Herausforderung, die der junge Pianist allerdings pragmatisch annimmt und talentiert meistert.